im Wankdorfstadion zu Bern. Keiner wankt. Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfer zu Morlock. Wird von den Ungarn abgewehrt. Und Borsczyk. Immer wieder Borsczyk. Der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren. Diesmal gegen Schäfer. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor, 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 Tor für Deutschland. 3:2 für Deutschland. 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Wankdorf. 3:2 für Deutschland. Und die Ungarn, wie von der Tarantel gestochen, lauern die Pushta-Söhne, drehen jetzt den 7. oder 12. Gang auf und Kotschis flankt, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor. Puschkasch abseits. Fritz Walter zu Schäfer schießt, aber vorbei. Puschkasch am Ball, am Mittelkreis, aber Eckel springt dazwischen, hat abgewehrt. Kotschis schießt, gehalten von Toni. Turek, du bist ein Teufelskerl. Turek, du bist ein Fußballgott. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf. Komm zu Borsczyk. Aus, 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 aus. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister.